Attention, people of Stanton. We are the ones in charge. We are Xenothreat. Freunde, ich habe wieder ein paar interessante Neuigkeiten für euch, die einfach nicht bis zum Wochenende warten können. Denn der Xenothreat meldet sich zurück. Ab heute startet wieder das Xenothreat Event im Verse und auf der Seite von Cloud Imperium Games bezüglich, oder besser gesagt Robert Space Industries, findet ihr ein paar Infos darüber. Und die möchte ich euch kurz einmal zeigen. Und zwar hier unten gehen wir erstmal in das Xenothreat Returns rein. Hier findet ihr dann die aktuellsten Informationen zu dem Event und den jeweiligen Phasen. Hier oben steht erstmal so ein bisschen was allgemein zu dem dynamischen Event und auch nochmal der Hinweis, dass ihr euch natürlich aufrüsten könnt, wenn ihr nicht die entsprechenden Schiffe habt. So, ein bisschen weiter unten seht ihr dann nochmal den Hinweis auf das Free Fly Event und den News Player Guide. Hier könnt ihr dann auf jeden Fall euch nochmal informieren über diesen Link. Und dann gibt es hier das wunderschöne Video, was wir gerade gesehen haben. Dann wird uns Rowena Dooley vorgestellt von der Civilian Defense Force. Das ist die Dame, die uns anspricht und uns bittet, denn zu helfen bei diesem Event, da die Xenothreats aus dem Stanton-System zu vertreiben. Kurz zu den Xenothreats, das ist eine terroristische Organisation, sieht man ja auch, ne? Und die sind vom Pyro-System, einem benachbarten System von Stanton, eingefallen und die wollen dort eine Javelin zerstören oder in ihre Gewalt bringen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Auf jeden Fall sind die feindlich gesinnt und haben auf jeden Fall was gegen Alienrassen. So, und die müssen wir dann in ihre Schranken weisen und müssen den dann zeigen, wo der Hammer hängt. Ganz zum Schluss gibt es dann eine Idris, gegen den ihr kämpfen müsst. Und das Ganze soll relativ schwer sein. Wir werden heute Abend auch dort über den Reststop an diesem Event teilnehmen. Ich freue mich schon drauf und bin gespannt, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ihr müsst Schiffskämpfe veranstalten dort und ihr müsst auch Fracht von A nach B transportieren. Das sind die verschiedensten Frachten. Auf irgendwelchen haverierten Starfarer-Wracks müsst ihr die runterziehen. Und da gibt es halt eine Fracht zum Beispiel, die explosiv ist. Die darf nicht so sehr erschüttert werden. Dann gibt es eine Fracht, die muss zu einem bestimmten Zeitpunkt dann abgeliefert sein. Die hat so einen Counter, der runterzählt. Und es gibt eine Fracht, mit der ihr nicht in den Quantum Travel gehen dürft. Bevor ihr die Fracht darunter zieht, müsst ihr erst euch den Eingang erkämpfen durch die Starfarer. Ihr müsst wen draußen haben, denn dort kommen auch immer feindliche Schiffe, die eure Transporter angreifen. Und in den Schiffen, wo die Fracht drin ist, da sind auch noch feindliche NPCs drin und die müsst ihr auch erst bekämpfen. Also eine Herausforderung für sich, aber eine richtig, richtig coole Sache. So, wir gehen nochmal runter und hier seht ihr dann nochmal eine Beschreibung vom Incoming Threat. Und hier seht ihr dann die verschiedenen Phasen, die jetzt kommen. Das ist jetzt erstmal so der Aufruf. Ich lese mal vor. Gesetzlose, die als Xenothreat bekannt sind, haben kürzlich einen Firmenkonvoi angegriffen, der zum Terra-System unterwegs war. Sie zerstörten die gesamte Ladung und richteten die Besatzung öffentlich als Kollaborateure des Unternehmens oder der Unternehmensgier hin. Die UEE Navy hat eine bewaffnete Truppe entsandt, um dieser Bedrohung zu begegnen. Danach Der Nachrichtendienst der Marine hat außerdem weitere Xenothreat-Feinde an der Peripherie des Systems ausgemacht, von denen eine bestimmte Anzahl auf Abfangkurs nach Stanton ist. Geschätzte Ankunftszeit in 24 bis 48 Stunden. Naja, wollen wir mal nicht hoffen. Die zivile Verteidigungstruppe Civilian Defense Force, kurz CDF, wurde aufgestellt, um die Marinestreitkräfte im Kampf gegen diese bedrohende Gefahr zu unterstützen. Wenn Sie sich freiwillig zur Verfügung stellen möchten, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Mobiglas oder über Ihr Mobiglas den Contract Manager, sobald die entsprechenden Informationen verfügbar sind. Genau, also die Dame hier, die Mrs. Dooley, die meldet sich dann bei euch und dann bekommt ihr einen Missionsmarker und wisst dann, wo ihr hinfliegen müsst.
Das Ganze oder die Seite müsst ihr im Auge behalten, die wird dann mit verschiedenen Phasen dann ergänzt. Wie gesagt, jetzt ist erstmal so die Ankündigungsphase, die kommen dann jetzt irgendwann an und dann geht es los. Und dann wird dann irgendwann Phase 2 starten, Phase 3 und Phase 4. Ich meine, es waren 4 Phasen. Auf jeden Fall müsst ihr diese Seite dann mal im Auge behalten. So, dann hatte ich ja vorhin gesagt, hier gibt es noch die Möglichkeit, euch ein bisschen hoch zu betteln, also hoch zu, ja, euch ein paar Schiffe zu kaufen, ne, besser gesagt. So, dann könnt ihr erstmal hier auf diesen Link gehen oder ihr geht über die Startseite, da gehen wir nochmal zurück und ihr geht dann direkt hier auf das, wo ist es? Jetzt haben sie es hier oben hingepackt, warte mal, Defense System, da waren wir gerade, ne, da waren wir nicht, genau, hier ist es, zack. So, den Link haben sie jetzt nach oben gepackt, da müsst ihr dann drauf gehen. Genau, und wenn ihr dann hier seid, dann könnt ihr euch hier auf jeden Fall ein bisschen aufrüsten. Dauert ein bisschen, bis die Seite sich aufbaut. Es gibt auf jeden Fall jetzt ein paar nette Fighter, wo ihr zuschlagen könnt. Einmal die Arrow, die ist ein richtig schöner, leichter Fighter. Gucken wir mal, gibt 6 Monate Versicherung. Bei dem Ding könnt ihr mit Store Credits kaufen, könnt ihr mit Echtgeld kaufen, wie ihr das wollt. Das gleiche für die Gladius, die Gladiator, die Saber. Die F7CM Super Hornet, der Zweisitzer, dann die hammerharte, starke Hurricane, auch ein Zweisitzer, die Vanguard Warden, die Vanguard Sentinel, die Retaliator, der Bomber, die Vanguard Harbinger und die Eclipse, ebenfalls ein sehr starker Bomber. So, und dann gibt es noch Packs, auch sehr, sehr cool. Und zwar einmal als Warbound-Edition und einmal als Nicht-Warbound-Edition. Das heißt, ihr müsst es mit Echtgeld bezahlen und das heißt, ihr könnt es auch mit Store-Credits berappen. Der Unterschied ist halt der Preis. Ne, ihr spart dann jeweils ungefähr 50 Euro. Und ich glaube sogar, auch die monatliche Versicherung ist ein Unterschied. Hier bekommt ihr 12 Monate Versicherung und bei dem anderen bekommt ihr... auch 12 Monate. Dann ist es wirklich nur der Preis. Ne? Dann könnt ihr nochmal 50 Euro sparen. Und da gibt es halt die verschiedensten Packs. Hier ist die Saber drin, die Arrow und die Hurricane. Hier ist das gleiche natürlich dann als Nicht-Warbound. Und hier habt ihr die Retaliator-Bomber, die Gladiator und die Eclipse. Ne? Auch beides als diese Packs. Und ihr habt noch die Möglichkeit, ein Warbound-Upgrade zu machen. Warbound-Upgrade heißt auch mit anderen Worten, ihr könnt upgraden, aber die Differenzsumme, die müsst ihr dann halt mit Echtgeld bezahlen. Beispielsweise, ihr habt ein Schiff, ich nenne jetzt mal eine fiktive Summe, was 100 Euro kostet, dann nehmt ihr ein Schiff, was 120 Euro kostet, dann müsst ihr noch 20 Euro drauf bezahlen, aber diese 20 Euro müsst ihr dann halt mit Echtgeld bezahlen. Ne? Und das könnt ihr halt mit diesen 3 Schiffen machen, Freunde. Ja, so viel zur Information. Wenn ihr am Xenosweat Event teilnehmen wollt, dann müsst ihr natürlich ein Schiff haben, was das kann, ne? Mit einer Aurora, das wird schwierig. Aber möglich ist das natürlich auch, ne, wenn man dann eine Kiste mal raus rein. Aber was halt auch Spaß macht, wenn man nicht unbedingt kämpfen will, dann schließt man sich halt einen der Transporter an und hilft denen einfach die Ladung ins Schiff zu kriegen. Ne, das ist auch richtig cool. Ne, oder säubert die schon mal. Mitmachen solltet ihr auf jeden Fall, egal was für ein Schiff ihr habt. Und haltet die Augen und Ohren offen und wann das Ganze dann losgeht, Freunde. Und wenn ihr mitmacht, dann bekommt ihr noch diesen exklusiven Badge von der CDF, den ihr dann hier oben an eurem Namen dann hier sowas, das ist und die Badges hier, ne, die könnt ihr dann, da sieht man das dann, den kriegt ihr dann auch noch. Das war's, die nächsten News gibt es dann wahrscheinlich erst am Samstag, aber das waren jetzt 2 News, da war ich auch vorher schon sicher, dass ich euch die vorher ankündigen will, denn wenn ich euch jetzt Samstag sage, das Xenosweat Event hat vor 3 Tagen angefangen, ist jetzt aber morgen vorbei, dann habt ihr da auch reichlich wenig von, ne? Also, ne, der Rest, der läuft natürlich noch, Freefly läuft noch, der Referral-Code läuft noch, Ship Showdown hätte ja angefangen, also das werde ich dann am Samstag auch nochmal ganz kurz anreißen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Macht es gut, tschüss.